So, dann herzlich willkommen wieder zu den Return-Interview-Sessions. Heute mit zwei tollen Gästen, und zwar Sophia Käfer und Julian Riechberg. Ist das richtig? Richtberg. Riechberg, genau. Produzent und Regisseurin von Pushing Dakar, einem wunderschönen Dokumentationsfilm über über eine Organisation in Bangladesch. Wollt ihr denn gerne mal sagen, worum es in eurer tollen Dokumentation geht? Genau, ich bin Anfang des Jahres nach Bangladesch gereist, um dort eine NGO zu begleiten, die sich für Straßenkinder in Dhaka einsetzt. Den geht es dort sozusagen mit Hilfe von Skateboardfahren, wieder eine Perspektive zu bereiten und sie von der Straße zu holen, wieder einzugliedern in die Gesellschaft und sie einfach ja zu empowern sozusagen. Ja, also ist eine ganz tolle Dokumentation, und ich habe auch wirklich, also wir haben sofort dafür gestimmt, als wir die gesehen haben, die gleich aufgenommen. Und ich fand auch ganz, also ich bin sehr beeindruckt von eurer Arbeit da und vor allen Dingen auch von dem Interview mit Susi. Der ist ja, glaube ich, die Gründerin mit oder die eine der leitenden Figuren. Genau. Ihr könnt ja mal gern was zu dem Verein sagen, den ihr da habt, oder die Initiative, die Organisation, die ihr da gegründet habt. Genau, die gibt es seit 10 Jahren. Ich kenne Susi auch schon seit einigen Jahren jetzt und setze mich irgendwie ja, in verschiedenen Formen für die ein. Bin jetzt eben, wie gesagt, nach einigen Jahren das erste Mal auch vor Ort selbst gewesen. Und Susi hat das Ganze vor 10 Jahren gegründet. Tatsächlich war sie mit einer anderen NGO in Bangladesch und ja, war einfach sehr erschüttert von dem Elend dort und ist selber auch passionierte Skaterin, hatte entsprechend ihr Skateboard dabei. Die Kids waren alle sofort total begeistert, als sie das gesehen haben. Und ja, sie ist dann immer wieder hingeflogen und hat dann irgendwann die NGO gegründet. Und genau seitdem sind die letzten Jahre dort aktiv. Eine sehr kleine NGO noch, aber macht trotzdem einen sehr großen Impact vor Ort. Ja, also ich war ja auch also quasi erschrocken, auch quasi über die Interviews dann, was auch die Straßenkinder da durchzuleben haben, was die machen müssen, und dass ihr da versucht, auf jeden Fall eine Perspektive auf die Straße zu bringen. Aber ich hatte auch so das Gefühl, so ist auch echt, also man kann viel erreichen, aber es ist wirklich auch eine Riesenaufgabe, ne? Also ich kann mir vorstellen, es kann auch sehr frustrierend sein, wenn man so viel Elend sieht die ganze Zeit. Oder wie schätzt ihr das ein, quasi, dass jetzt auch, dass das immer mehr wächst? Es freut mich ja riesig. Naja, ich glaube, was vor allem sehr frustrierend war für mich, irgendwie aus einer anderen Perspektive dort zu sein, war vor allem die Bürokratie. Also es ist einfach sehr viel Korruption in Bangladesch, es sind sehr viele ominöse bürokratische Wege, die Sachen durchlaufen müssen. Und was auch schlimm ist und was gerade bei der NGO sehr besonders ist, ist, dass eben Kinder, die in irgendeiner Form was mit Drogen zu tun haben, was wir in der Doku auch klar wird, leider einfach schon sehr früh passiert. Einfach um Hunger zu bekämpfen und so weiter oder generell psychische Probleme zu bekämpfen im weitesten Sinne. Die Kinder werden von den meisten NGOs gar nicht mehr abgedeckt, weil es so viel Elend dort gibt und einfach so viel Bedarf, sage ich mal, an NGO-Arbeit, dass die einfach sagen, okay, wir nehmen die Kids schon mal gar nicht, weil es gibt auch so viele andere, für die man, ja, denen man erstmal helfen muss. Und somit fallen die Kinder einfach komplett durch sämtliche Raster. Und es ist einfach, egal wo man hinguckt, alles sehr frustrierend irgendwie. Ja. Ja, und gerade auch, wo gesagt wurde, also gerade auch für Mädchen ist es dann nochmal extrem schlimmer, wenn die auch viel in Prostitution geraten und so weiter. Deswegen finde ich, was ihr da leistet, also wirklich beeindruckend, und also hat mich auch sehr berührt, muss ich sagen. Ich hatte auch einen ganz anderen Zugang, auch gleich, ich bin auch Skateboarder und so, und habe das dann gleich auch gesehen und habe das gesehen, wie ich das auch Skateboarding kennengelernt habe, dass man sofort eine Gemeinschaft hat. Da ist überhaupt keine, also das mit Skateboard hat man immer irgendwie so eine Instant Connection mit jedem, und ich finde das toll, dass ich glaube, das ist ein sehr fruchtbarer Boden, gerade in solchen ja, Zuständen. Und ja, ich weiß gar nicht. Also ich will auch mal Danke sagen, einfach weil ich finde das einfach ein tolles Projekt. Und was waren denn die Herausforderungen, als ihr den Film gedreht habt? Habt ihr das über einen längeren Zeitraum gedreht, oder habt ihr euch quasi vorbereitet und habt das dann alles an 2 Wochen oder so gemacht? Das war tatsächlich ein unkonventioneller Prozess. Ich glaube, den kannst du fast besser beschreiben als ich. Naja, also wir haben immer mal ja schon Videoprojekte auch gemacht für die NGO, soweit man das von Berlin oder anderswo machen konnte. Und dann war klar, dass Sophia im Frühjahr halt nach Bangladesch geht.
Und wir wollten eh ein bisschen Material sammeln, einfach um ein paar Instagram-Clips zu machen, was man so für Fundraising und so braucht. Und dann habe ich aber gedacht, mein Gott, also es macht doch irgendwie Sinn, da ein bisschen mehr rauszumachen. Dann haben wir eine Kamera noch gekauft, irgendwie eine Woche bevor es losging. Noch schnell irgendwie drei, vier Sachen erklärt, also unter anderem, dass sie vom Stativ drehen soll, die Kamera nicht bewegen. Ja. Noch ein kleines Mikrofon dazu und ja, dann ging es einfach los. Und ich glaube, währenddessen war es auch eigentlich ganz gut, weil ich meine, durch die ganze Sprachbarriere und so hattest du immer was zu tun da und konntest da reingehen. Besonders unkonventionell war, glaube ich, dass wir eine Doku gemacht haben in einer Sprache, die wir nicht sprechen. Also da hat Susi dann entsprechend da auch geholfen, die Interviews sozusagen zu führen. Also Sophia hat Fragen vorformuliert, die dann an Susi weitergeben, die hat sie wieder um den Kindern gestellt. Und deswegen gab es auch sozusagen diese Möglichkeit, schon so tief einzutauchen, weil Susi hat natürlich ein anderes Verhältnis zu den Kindern, als wir das haben können, vor allen Dingen in so einer, sagen wir mal, kurzen Zeit. Also wie lange warst du da? 4 Wochen, 5 Wochen? Da muss man ja auch erstmal Ja. so ein Verhältnis Vertrauensbasis. aufbauen. Ja. Genau, und dadurch hatten wir einen ganz guten Zugang. Ja, dann sind wir am Ende, hatten wir, ich weiß gar nicht, 3, 4 Stunden Material von Interviews her, haben die dann per Fiverr übersetzen lassen. Was tatsächlich auch nicht ganz einfach war, weil tatsächlich die Sprache, gerade wenn sie von Kindern gesprochen ist, auch nicht unbedingt sauber ist, dann gibt es nochmal einen extra Dialekt anscheinend in Dakar, den unser Übersetzer dann auch nicht ganz immer hinbekommen hat. Und dann war es viel hin und her und irgendwie schneiden ins Blaue. Und am Ende, als wir dann praktisch eine erste Schnittfassung waren, hatten wir das erste Mal überhaupt den Moment, dass wir gecheckt haben, okay, haben wir jetzt die Schnitte richtig gesetzt? Enden die Sätze da, wo wir glauben, dass die enden? Ja. Aber das hat eigentlich gut hingehauen. Ja, das war aber ein schneller Prozess. Also wir haben den Film dann, als das Material da war, tatsächlich in 2 Wochen Picture gelockt und Ton hat dann noch ein bisschen gedauert und Untertitelungen immer noch mal hier und da am Abändern. Ja, aber das war der kurze, schmerzlose Prozess. Ja, aber ich fand es auch gut. Ich finde, dass der Film auch nicht, soll ich sagen, also er ist auch kein Film, der, also ihr versucht jetzt auch nicht einen in die Ecke zu drängen. Also Susis Interviews sind ja relativ, also sie ist einfach real so und sie macht jetzt auch nicht irgendwie Pianomusik unter den traurigsten Momenten drunter oder sowas. Man versteht das aus dem Kontext heraus und ich fand, war tief bewegt, also das, und man merkt das ja auch an ihr. Sie versucht ja auch so förmlich zu bleiben, aber man merkt schon, wie sehr sie das bewegt. Und wenn man dann die Bilder dazu sieht, bin schon beeindruckt. Ich fand auch schön die Szene im Skateshop, wo man sieht, dass eigentlich quasi das gar nicht vorher existiert hat in dem Land. Und dann sagt irgendwie, er hat 6, 7 Skateboards verkauft in einem Jahr. Das ist schon interessant. Und da auch so ein ganz anderes, also ein Lebensstil und ganz andere, also Perspektive mitzubringen, ist ja auch eine tolle Leistung, finde ich, insgesamt von dem ganzen Projekt. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich nur beeindruckt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass euer Film bei uns ist. Genau. Könnt ihr vielleicht noch mal oder am Ende war ja auch der Aufruf quasi, dass es jetzt unbedingt, dass auch viele Leute da auch, man kann ja auch teilnehmen, ne, als freiwilliger Helfer. Könnt ihr vielleicht dazu noch was sagen, wie das laufen würde, wenn man das sich dafür entscheidet? Genau, ja, also unsere, vor allem ist es toll, Sophia, dass ich wir. glaube, es ist cooler, kannst du ein Stück rankommen? Ich glaube, dann ist es sauberer. Ja, Perfekt. klar, Ja, sehr, sieht da. sehr. Perfekt. Genau, uns war es, also hast du ja eben auch schon gesagt, einerseits mit dem Film vor allem auch wichtig, eher zu zeigen, es gibt Perspektiven dort, es ist nicht alles total traurig, deswegen eben auch keine traurige Pianomusik, sondern es gibt eben Möglichkeiten zu helfen und zu unterstützen. Und entsprechend ist der Aufruf, glaube ich, auch viel weniger spendet Geld, sondern kommt wirklich vorbei, schaut es euch an und erzählt Leuten davon, erzählt Leuten, dass es solche Situationen noch gibt und dass man dort aber auch was ändern kann. Und man kann sich genau einfach online auf unserer Website bewerben sozusagen, einfach eine Mail schreiben, vielleicht einen kurzen Lebenslauf oder 2, 3 Sätze, warum man Lust hat. Und dann gibt es verschiedenste Formen, ja, irgendwie beizutragen, ne? Sei es jetzt einfach social-media-seitig zu unterstützen oder aber auch vor Ort zu helfen. Als Skateboardlehrer, als Freiwillige, als Lehrerin für Englisch, Deutsch und so weiter. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten und eigentlich super geringe Einstiegsbarrieren, sage ich mal. Ja, also jeder, der sich interessiert dafür und auch, ich glaube auch nach der Dokumentation, hoffe ich, dass sich da auch ein paar vielleicht melden.
Wie, ich wollte noch fragen zu der Gemeinschaft. Man sieht ja auch diese Häuser, wo ihr dann auch quasi für die Kinder kocht und so weiter. Wie ist denn da das, die Zusammenarbeit mit den Kindern? Würde mich einfach nochmal interessieren. Wie meinst du jetzt? Die Zusammenarbeit mit den Kindern an sich, das ist ja nicht nur Skatepark, ihr macht ja auch quasi mit den sozialen Sachen und kocht ja auch, habe ich gesehen. Wie das so läuft, wie das vonstatten geht, würde mich auch mal interessieren. Okay, ne, genau, also das, dieses Temporary Home, das ist sozusagen eigentlich wirklich gedacht als Kurzzeitaufenthalt. Kurzzeit heißt aber eher Monate bis Jahre, Ja. weil eben das ultimative Ziel schon ist, die Kinder wieder zu ihren Familien einzugliedern. Aber sobald die Kinder dort aufgenommen sind, haben die sozusagen wie so ein fliegendes Bett, ne? Die können kommen, die müssen nicht, die verschwinden einfach oftmals auch einfach wieder ein paar Tage, ein paar Wochen und kommen wieder. Also das steht denen sozusagen einfach immer offen. Sobald man dort ist, kann man dort was essen, man kann dort trinken. Es gibt Unterricht, allerdings nicht so, wie man sich das jetzt in Deutschland vorstellt, 9-to-5 irgendwie oder 9-to-2, sondern einfach alles eher so ein bisschen flexibel, weil die Kinder sind Regeln nicht gewohnt. Das muss man alles sehr langsam und schonend beibringen. Entsprechend ist es vielleicht mal eine Stunde Englisch, eine Stunde Nachhaltigkeit, solche Sachen. Kochen, also das sind verschiedenste Life-Skills sozusagen, gemischt mit Bildung. Und zwischendurch ist eben der Skateboard-Unterricht oder Stretchen oder Joggen, einfach um die Kinder letztendlich beschäftigt zu halten. Ich glaube, das ist das große Ziel, beschäftigt halten, damit sie eben nicht zurück auf die Straße kommen, damit sie eben auch merken, okay, wenn ich gesund lebe und wenn ich einen Rhythmus habe und viel schlafe und mich gut ernähre und keine Drogen nehme, bin ich auch besser am Skateboard fahren, dann bin ich fitter, dann kann ich mehr erreichen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Mindset, was da versucht wird. Genau, ja, genau, wie die alte Klassiker, ne? Kinder brauchen Struktur und ich finde es wirklich grandios. Ich finde den Film absolut, also hat mich sehr mitgenommen, auch persönlich. Und ja, ich möchte allen den Film nochmal empfehlen. Und am Ende würde ich gerne noch die Frage stellen, also unser Festival-Thema dieses Jahr ist ja Freedom, what is it good for? Was bedeutet denn für euch Freiheit? Nee, das kannst du schon beantworten. große Frage, ich weiß. Naja, ich glaube, jetzt gerade im Bezug auf den Film, auch wenn das irgendwie vielleicht total abgedroschen klingen mag, aber ich finde, die Freiheit für mich ist wirklich einfach komplett frei entscheiden zu können, was möchte ich mit meinem Leben machen, weil den Kindern ist diese Freiheit komplett genommen, die kommen auf die Welt und eigentlich ist ihr Leben letztendlich de facto vorprogrammiert und es ist nicht gruselig. Während ich irgendwie, ja, letztendlich mir alle Freiheiten offen stehen und ich glaube, diesen Luxus irgendwie, den muss man sich immer wieder bewusst machen, dass wie privilegiert man einfach ist, wenn man in der westlichen Welt aufwächst. Ja. Okay. Das ist eine super Antwort. Ja, und ich finde das toll, dass ihr quasi euch dafür entschieden habt und diesen tollen Film gemacht und das auch mit uns teilt. Ich hoffe, dass wir den Film noch viel mehr sehen. Pushing Takar läuft am 28. Oktober am Samstag im Kino Mon Ami in Weimar auf unserem Festival. Ich freue mich darauf. Und vielleicht schafft es ja einer von euch auch, da persönlich aufzutauchen. Aber wir werden auf jeden Fall den Film gut promoten und ich werde den Film den Menschen sehr ans Herz legen. Vielen Dank für das Interview und schöne vielen Grüße. Vielen Dank fürs Aufnehmen ins Programm. Ja, total. Wir freuen uns sehr.